Den kennt man aus The Order of Dawn, aus der Karte Shield. Was wünscht ihr? Da hat man sich die Hilfe von Dryaden geholt und die haben diesen Zauber auch gemacht. Auf geht's! Aber das waren noch Dryaden, ich glaub schon. What a coincidence! Blab, 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 blab. Hier! Mir nach! Das sind alles so 0815 Items, die man eigentlich nicht braucht, aber trotzdem nehmen wir sie mal mit. Ja. Gladiatorenhelm. Aura der Streiter, 7 Töter. So. Mir nach! Folgt mir! Zack, 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 zack. So, wir schicken unsere Einheiten mal hier hin. Während wir uns mit unserem Helden verschissen. Vorwärts. Unsere Einheiten packen das schon. Sofort. Nee. Stopp, 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 stopp. Und los. Ja, ja, mit Schlinger. Es waren gerade eben noch 3, wenn ihr euch daran erinnert. Jetzt sind es 4. Das hat den einfachen Grund, dass hier immer wieder Gegner nachspawnen. Dadurch kann man es eigentlich auch zum Leveln nutzen. In gewisser Weise. Aber so eine Art Power-Leveln ist vollkommen überflüssig. Hallo, ich habe nicht gesagt, ihr sollt angreifen, ihr sollt... Gebiet sicher auf Feinde gestoßen. Wir sind bereit. Sind vor. Bereits in der Luft. Sind bereits in der Luft. Feindkontakt. Der Greif wartet schon. Sind bereits in der Luft. Ja. Wir kriegen unsere Leute gar nicht alle auf das Eiland. Ihr habt gerufen, auf eilenden Schwingen. Aber wir können es schon so mit nachrücken. Befehl verstanden. Einfach ein bisschen tricksen. Dadurch bekommen wir noch ein paar zusätzliche XP. Bevor wir uns dann an die Arbeit hier verziehen. Wer ist eigentlich hier der Schnellste? Mignum. Die hat, glaube ich, auch so Laufen und Kämpfen beschleunigt, ne? Ja. Also hier schon von der Rune aus? Ah, hier. Mhm, die ist standardmäßig schneller. Hier. So, okay, Kinders. Dann laufen wir hier hoch. Sofort. Oh. Hoppla, hoppla, hoppla. Und dann werden wir bald hier durch das Portal nach Empyria ziehen. Hier gibt es noch eine sehr, sehr leuchtende Truhe. Auf die bin ich mal gespannt, was da so drin ist. Ja, hier sind wieder welche gespawnt. Sag mal. Jawohl. Wenn ich sage, alle sollen da hin, dann gehen hier auch alle hin. Befehl verstanden. Befehlsverweigerer. Schau. Ja, hier ist wieder einer gespawnt. Und hier ist auch wieder einer. Und die sind Stufe 25. Das ist... Vorsicht, sie sind hier. Lohnt sich schon. Was? Ich hatte ein Level-Up. Hui, worauf gehen wir denn? Also auf Natur machen wir einen und dann machen wir noch einen. Auf vielleicht auch so kleine Stichwaffen. Gehen wir auf Klingenwaffen. Zack. Zack. Was brauche ich dafür nochmal? Weiß ein Charisma. Dann tun wir noch einen auf Wendigkeit. Verringert die Wahrscheinlichkeit von einem Gegner getroffen zu werden, das ist auch immer gut.
Können wir was Neues tragen. 12 bis 14. Sieht cool aus, nehmen wir das. Also es schenkt sich absolut nichts, diese beiden Items da. Ich habe exorbitant viele Lebenspunkte, fällt mir gerade auf. 1054. Und ja, meine Leute sind sehr resistent gegen Feuermagie. Also, ja. Bis auf Char. Der ist, glaube ich, mal abgenippelt. Und wieder. Naja. Sofort. Schon. Und los! Ich denke, wir können hier auch mal das hier auseinandernehmen, damit es wirklich mal komplett frei ist. Folgt mir! Zur Sicherheit speichere ich trotzdem mal. Allerdings im extra Ding. Nicht, dass es dann wieder hier scheiße ist. Sauber machen. Ja, ich habe die Saves jetzt einfach von meinem PC übertragen. Auti! Vernichtet sie! Der Schwammtänzerin hat 7 Wache. Die hat 7 Wache, ist glaube ich nicht. Zur Ehre Aonirs! Und wir sind hyperresistent! Ich meine auch jetzt ein Schlachtruf, wir machen noch mehr Schaden! Ja! Versuch, jetzt bin ich dran! Verteidigt euch! Ach du Scheiße! Ah, scharf, 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 scharf! Tot. Okay, so viel zu, wir haben keinen verloren. Egal, Char, der hatte die niedrigste Resistenz, muss man schon sagen. Geschieht ihm ganz recht. Zeit zu sterben. Das ist echt ziemlich nice, dass die Sachen hier alle an unseren Leuten abprallen. Hier. Wenn einer anfängt zu brennen, dann müssen wir aber alle rausholen. Dann hört nämlich der Feuerball auch zu wirken und ich glaube danach hat man eine erhöhte bzw. stark verkleinerte Resistenz gegen Feuermagie. Glaube ich. Ach, der macht gar nicht mit. Faule Sau. Bereit zum Angriff. Zur Ehre Aonirs. Ja, das ist schon besser, wenn wir das hier mal sauber machen, dann können wir. Wenn man hier nochmal hin muss. Muss man auf jeden Fall wegen. Allein wegen der Quest hier. Gut, dann muss man zwar nicht da oben rum, aber trotzdem. Es geht ums Prinzip. Lal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 
weil man halt diesen Feuerbann hat und der ist echt sofort exquisit. Das Viech ist schon geil. Allerdings werden wir die Rune auch irgendwann austauschen müssen, leider. Aber sie wird immer in unseren Herzen fortbestehen. In unseren Horzen. Oh Mann. So schlecht. So, was haben wir hier? Windstich. Wirbelwind. Kaiserliche Armbrust. Urholz. Weißes Kopftuch. Aura der Brillanz. Okay. Vorwärts. Als denn, auf ins Portal. Auf geht's. Nach Empyria. Nanu? Katzin? Baumwächter. Beeilt euch, Waldwächter. Eine Nymphe. Ach ja. Wir gehen so schnell wir können. Böser Runenkrieger wird nicht entkommen. Ein böser Runenkrieger? Er hat die Schattenklinge. Wenn er unsere Herren erreicht, ist es um sie geschehen. Was? Ich bin doch nicht böse. Ganz recht, kleine Frau. Maskierte? Und ich werde dafür sorgen, dass er das auch tut. Oh oh. Was bedeutet, dass der kann Eiserne beschwören? Schätze, es ist an der Zeit, etwas Unkraut zu jäten. Elen, steh uns bei! Scheiße. Ich kann ihn bitte schon Eiserne beschwören. Und Flammenregen. Der beherrscht echt jede Magie, oder? Weil Eiserne braucht man Nekromantie. Es gibt diesen Zauber wirklich. Und bald ist euer Herr in der Reihe. Dann hält mich nichts mehr auf. Du Scheiße. Meister, wir haben den letzten Zirkelbruder gefunden. Ihr müsst zum Tempel zurückkehren. Ein Zombie-Rohen? Sehr gut. Bald sind wir wieder vereint. Dann brauchen wir den Kaiser nicht mehr. Und auch nicht diesen erbärmlichen Runenkrieger. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Das sieht alles in allem nicht, sondern nicht gut aus. Naja. Wir lassen noch diesen Kampf hier durchführen. So, und ab nach Empyria. Möchten die dieses Portal betreten? Ja.